Damit kämen wir zum Bericht des Oberbürgermeisters und Herr Scholbach darauf ganz knapp in der Aussage, ja, wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, dass in diesen Zeiten ja nicht ganz einfachen Veränderungen, die vorliegen, dann auch mit entsprechenden Forecast im Finanzzwischenbericht zu erarbeiten. Der ist gestern mit Datum mir dann zugegangen, heute von mir freigeben und auch weil es ein außerordentlich großer Wunsch ja auch von allen ist, den Forecast zu bekommen, auch direkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Außerdem steht er ja zur öffentlichen Behandlung auf dem nächsten Finanzausschuss auf der Tagesordnung, sodass Sie ein bestmögliches Bild haben, aber auch die alle Möglichkeiten des Hinterfragens des Finanzzwischenberichtes als Eingangsgröße, eine ganz wesentliche Eingangsgröße. Wo stehen wir im Haushaltsvollzug und welche Eingangsgrößen kommen hieraus dann für die Haushaltsberatung und Haushaltsaufstellung 2021/22? Und vielleicht kann es in zwei, drei Sätze die wesentlichen Botschaften nochmal knapp zusammengefasst durch Herr Dr. Lames Ihnen mit darstellen und wir auch als Fachbedienstete für das Finanzwesen mit diesen Zwischenergebnissen ja umgeht. Ja. Wir haben den Bericht, der den Stichtag 30.06. Hat erstellt über den Sommer. Das nimmt für gewöhnlich 6 Wochen in Anspruch. Es hat ein Stückchen länger gedauert, weil die Aufgabe dieses Jahr auch ein ganzes Stück komplizierter und schwieriger ist. Die wichtigsten Ergebnisse sind erstmal folgende. Wir haben unter Zugrundelegung aller Verbesserungen und Verschlechterungen im Haushaltsvollzug und der Hilfen, die wir vom Freistaat Sachsen bekommen haben, eine negative Abweichung prognostiziert für das Ende des Jahres von 115 Millionen Euro im Ergebnishaushalt und circa 60 Millionen Euro im Finanzhaushalt. Diese beiden Zahlen sind ja nicht zu addieren, sondern sie sind unterschiedliche Darstellungen und unterschiedlichen Betrachtungsweisen im kommunalen Rechnungswesen. Bei der Bewältigung dieses Defizits werden uns helfen, zum einen die zunächst weiter fortbestehende Haushaltssperre und die damit bestehenden Einsparmöglichkeiten und zum Zweiten die noch nicht einkalkulierten und eingepreisten finanziellen Hilfen des Bundes. Zum einen erwarten wir ja aufgrund der Gesetzgebungsverfahren, die noch laufen, eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, circa 17 bis 20 Millionen Euro und nicht leicht zu beziffern, weil es auch noch der Umsetzung im Freistaat Sachsen bedarf, die Hilfe des Bundes für unsere Gewerbesteuerausfälle. Da können wir von einer Bandbreite ausgehen, die ja, sich zwischen 25 und eben auch in den 50er Millionen Beträgen bewegt, je nachdem, wie das umgesetzt und weitergereicht wird. Die Quintessenz der ganzen Botschaft heißt, dass wir, wenn wir alle diese Hilfen zugrunde legen und keine weiteren Beeinträchtigungen im Haushaltsvollzug haben, dass wir dann im Wesentlichen das Ergebnis erreichen können, so wie wir es geplant haben. Und damit ohne eine Hypothek in die künftigen schweren Haushaltsjahre 21 und 22 gehen können. Insofern haben wir
oder habe ich in einem ersten Schritt in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister die bestehende Haushaltssperre dahingehend modifiziert, dass die investiven Ausgaben nicht mehr von der Haushaltssperre belegt sind, sondern der Investitionshaushalt von den Ämtern wieder ganz normal bewirtschaftet werden kann. Der konsumtive Teil des Haushaltes ist nach wie vor von der Haushaltssperre belegt. Wir werden in einer Woche einen neuen Stand nochmal haben mit der Steuerschätzung. Wir erleben jetzt parallel auch die Verhandlungen im Freistaat Sachsen, in der die Umsetzung der Bundeshilfen sicherlich auch eine Rolle spielen wird, sodass wir eigentlich im Laufe des zweiten Halbjahres da auch nochmal deutlichere Klarheit bekommen. Wir sind jedenfalls auf alle Entwicklungen in das Bessere oder in das Schlechtere im Grunde vorbereitet. Der Bericht müsste Ihnen zugehen im Session-System ganz normal, dann können Sie das in allen Details mit allen Tabellen auch nachlesen und wir können dann im Detail die Themen besprechen im Finanzausschuss in der nächsten Sitzung. Da steht, wird er auf der Tagesordnung stehen im öffentlichen Sitzungstag. Vielen Dank erstmal, Herr Dr. Lang.